Machen wir mal weitere Aufnahmen für YouTube. Auch wenn der YouTube-Hype durchaus schon vorbei ist. Das habe ich mir aber schon gedacht. Ich finde es halt immer lustig, dass die Spiele immer versuchen, irgendeinem eine zweite Version zu verkaufen. So, oh, du hast Ghost of Tsushima. Hey, es gibt eine Director's Cut. Kauf das Spiel auch nochmal. Finde ich nicht so okay. Irgendwo hört es auch auf. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, wie lange wir das Spiel, wie lange ich das schon spiele. Beziehungsweise. Warte mal, 009? Okay. Für den 1.8. habe ich schon Videos hochgeladen. Ist okay. Gut. Alles klar. Dann sollte das aber funktionuckeln. Ja. Gut. Framerate ist natürlich im Eimer. Ich muss selbst nochmal gucken, was ich da gerade hier so mache. Nein, das habe ich doch gar nicht vor. Muss mir erstmal mit der Steuerung wieder reinfinden. So, hier ist irgendwas, irgendein unentdeckter Ort. Aber da war ich doch schon. Otter. So. Ja, ja. Der eine. Verkäufer der PlayStation 5, der hat sich als raffgierig rausgewiesen. Meine so, nee, 500 Euro Neupreis für eine ein Jahre alte Konsole ist nicht fair. Ich will 600 haben. Ich so, ja klar. Machst du mit dem Standfuß, machst du den neu? Nee, musst du selbst kaufen. Ich so, das ist fair, ganz genau. Ich bin doch hier. Oder da hinten, okay. Und dementsprechend, ja. Muss ich es über einen normalen Markt versuchen? Ich meine, komm schon, der wollte 600 haben. Für eine ein Jahre alte PS5 mit gebrochenem Standfuß. Habe ich mir gedacht, ja, ist okay. Viel Glück. Heiße Quelle. Jetzt gibt's wieder. Ich habe keine Ahnung, was das Ausruhen wirklich bringt. Wäre Samurai zu sein, doch nur so einfach wie in warmes Wasser zu gleiten. Okay. Ich würde gerne mal wissen, was passiert wäre, wenn wir es jetzt umgedreht hätten. Wenn wir jetzt über diesen Fürst Dingsbums da oder was weiß ich meditiert hätten. So, was haben wir denn hier? War ich da oben schon? Das sieht für mich so aus, ne? Ich meine, an einem von diesen Hängen war ich schon gewesen. Da bin ich selber nicht so ganz sicher. Wie war euer Samstag bis jetzt? Diesmal haben wir es ein bisschen früher geschafft, nicht erst so gegen 8 oder so. Weil ich mir denke, ich will da jetzt auch nicht unbedingt ewig in 3 Tagen immer so rumgammeln. Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Ich meine aber, hier war ich gewesen. Ich meine, für die YouTuber... Ja, hier war ich auf jeden Fall gewesen. Daran kann ich mich erinnern. Ja, die YouTuber wissen das natürlich, weil die ja die Videos als Dokumentation theoretisch auf dem YouTube-Server zum Nachlesen haben. Ich jetzt eher weniger.
Beziehungsweise guckt die halt selbst nicht an. Ich meine, ich könnte nachgucken, aber es frisst halt nur Zeit. Und da wäre natürlich die Frage, guckt das, ist das Nachgucken zeitlich gesehen größer als das Dingsbums? Also selbst nachgucken einfach. Die andere Seite der Ehre. Na dann. Ja, ist ein ziemlich cooles Spiel. Schade, dass die Framerate so stark drunter leidet. Aber das kriegen wir schon hin. Ich muss erstmal gucken, dass ich mich mal richtig entspannt auf den Sessel setze. Auf den Stuhl. Das ist ja grausam hier. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich nach einer Stream-Session immer mich anfühle wie so ein Schluck Wasser. Ich meine, ich kann das auch so machen. Dann sollte es von meiner Seite aus... Ja, 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 jetzt kann ich hier rumhängen wie so ein gammeliges Schluck Wasser. Wind? Solltest du mir nicht den Weg weisen? Okay. Also ich nehme an, dass ich hier runter muss. Ich meine, na gut, ich kann auch... Wie friedlich es hier ist. Was ist das für ein Ort? Zu mir. Nee, mit der kann ich auch nichts machen. Ich dachte mir, der könnte ich sprechen oder so. Mein Herr, bitte geht hinein. Fürst Jinroku wird bald zurück sein. Ich dachte, ihr wärt Fürst Jinroku, doch ihr seid noch ein Samurai. Willkommen, mein Herr. Hallo, ich würde gerne... Ah, jetzt. Noch ein Samurai? Habt ihr nicht von Fürst Jinroku gehört? Er ist ein legendärer Samurai. Ich würde ihn gerne treffen. Wann kommt er zurück? Bald. Esst mit uns zu Abend. Vielleicht erzählt er euch eine seiner Geschichten. Ich bin zurück von meiner gefährlichen Mission. Keine Sorge, mir geht es gut. Oh, ich hatte keinen Besuch erwartet, aber natürlich freuen wir uns, dass ihr hier seid. Danke. Mir war nicht klar, dass andere Samurai überlebt haben. Was für eine grausame Schlacht, nicht wahr? Die Strände von Komatsu waren blutrot an jenem schrecklichen Tag. Die Schlacht war bei Komoda. Natürlich, vergebt mir. Ich bin müde vom Reiten. Bitte, Nabe wird euch das Bad zeigen. Wir unterhalten uns beim Essen weiter. Bitte folgt mir, mein Herr. Ich glaube, das ist ein Betrüger. Ich habe so das Gefühl, der ist ein bisschen... Ich habe doch gerade an einer heißen Quelle gebadet. Was wisst ihr über Fürst Jinroku? Er erzählt uns alles. Wäre er nicht gewesen, hätten wir die ganze Insel verloren. War er bewaffnet, als ihr ihn traf? Er hat alles gegeben, um Tsushima zu retten. Außer sein Pferd. Es ist im Stall. Mein Bart kann warten. Ich will mir das Pferd ansehen. Was ist das die Stelle? Ich wette, das ist kein Samurai. Ein Ackergaul. Kein Schlachtross. Normales Werkzeug. Nichts Außergewöhnliches. Vorräte müsste ich eigentlich so langsam genug haben. Interessant. Ich habe so das Gefühl, dass das ein ganz großer, blöder Schwätzer ist, dieser Lümmel. Ich habe doch die Stelle untersucht. Was soll ich denn sonst noch untersuchen? Ich kenne diesen Sattel. Er gehörte Fürst Higuchi. Jinroku ist kein Samurai. Ich bringe ihn zum Reden. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ein Samurai kommt nicht rein und sagt, war schwer, aber mir geht's gut. Das macht kein Samurai.
Lass mich raten, Herr Rocco. Er ist fort, kurz nachdem ihr ins Bad seid. Es war wohl sehr wichtig. Ich finde ihn. Ja. Wo ist der hin? Wo ist er hin? Ah, okay, im R3 war das, ja. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Also ich weiß, dass er ein Hochstapler ist, aber... Kehre zum Subgebiet zurück. Wo ist der hin? Ich sehe, ich finde ihn nicht. Aber muss er irgendwo hier gewesen sein? Also von daher kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da hinten ist Rauch. Bambus! Ist okay, ich nehme. Kehre im Subgebiet zurück. Er ist rausgegangen. Ich nehme an, der steckt hier noch irgendwo. Die Frage ist, wo? Schön, dass hier so schöne, saftige Wiesen sind. Die Frage ist, warum? Ich möchte den guten Mann oder die gute Frau jetzt nicht beim Essen stören. Die Frage ist nur, wo ist der? Er musste los. Er muss doch irgendwelche Spuren... Muss auch irgendwelche Spuren hinterlassen haben. Hier. Wir müssen reden. Du brauchst mir... Bleib stehen, du Narr! Halt! Bevor es zu spät ist! Warum soll es zu spät sein? Wo will der denn hin? Schaffst du das überhaupt? Der ist schneller als ich. Ich möchte euch nicht töten. Halt! Möchte ihm doch. Ja, ist doch okay. Ich will dich auch nicht töten oder so. Meine Güte. Ich fordere euch zum Duell heraus. Ihr wollt kämpfen? Ja. Es ist der einzige Weg. Quatsch. Wenn ihr das wünscht, nehme ich an. Das ist kein Krieger. Ich muss Dreieck drücken, ne? Wartet! Ich will nicht sterben! Ich ergebe mich! Es tut mir leid! Sag mir, wer ihr wirklich seid. Ich bin niemand! Ich versuche nur zu überleben! Ihr gebt euch als Samurai aus und bringt Schande über den Namen. Und ihr nutzt diese Frauen schamlos aus. Ich weiß. Bitte, mein Herr, lasst mich am Leben. Ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Verschwindet. Und wenn ich euch je wieder mit dieser Rüstung sehe, beenden wir unser Duell. Dieser Lümmel! Lass den Hochstab gehen. Ich habe niemandem Leid zugefügt. Das stimmt allerdings. Ich muss diesen Frauen die Wahrheit sagen.
Ja, jetzt muss ich noch gucken, wo waren die nochmal da. Ja, genau. Muss ich mal ein bisschen orientieren. Mein Orientierungssinn in Games ist ohne Karten und ohne Hilfsmittel echt für den Arsch. Und zumindest ein Kompass wäre ganz geil irgendwo. Aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass man zu solchen Zeiten mit kein Minimap-Kompass oder so besitzt. Also von daher, meh. Das ist aber ein friedlicher Ort gewesen. Also irgendwie hat er ja doch entweder irgendwas erbracht. Hier in dem Ort. Oder es war reiner Zufall. Fürst Sakai, willkommen zurück. Jinroku ist nicht der, für den ihr ihn hieltet. Er war gar kein Samurai. Ah, er hat euch die Wahrheit erzählt. Ihr wusstet, dass er lügt? Er schien harmlos und wir genossen seine Gesellschaft. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht getötet. Er lebt. Doch er wird nicht zurückkommen. Ich sage den anderen, dass er eine wichtige Mission hat. Wir kamen ohne ihn zurecht. Das werden wir wieder. Ist ja voll lieb. Wir wussten das. Wir haben ihn einfach nur wir haben seine Geschichten gemocht. Es ist auch... Ich weiß nicht. Also Schlimmes hat er jetzt nicht getan. Dementsprechend schwierig zu entscheiden, aber... Ausrüstung. Maske. Stimmt, ich habe ja diese Maske. Ja, aber ich mag die Maske nicht. Die sieht komisch aus. Unai-Kapazität. Verfügbar. Wurfwaffen. Nein. Ich könnte den Bogen verbessern. Da würde ich ordentlich Schaden machen. Die Frage ist nur, kann ich da auch schnell hinreisen? Müsste eigentlich passen. Ich würde nämlich gerne zum Bogen. Die fassen mich nicht. Dann nehme ich mir lieber das Leben. Die fassen mich nicht an, dann nehme ich mir lieber das Leben. Ja, das ist natürlich eine harte Aussage in Kriegszeiten vor allem. Ich muss nur gucken, wo ich hier eine Bogenbauerin finde. Da. Ich könnte euren Bogen verbessern. Das hoffe ich doch. Eure Pfeile werden zuschlagen wie tödliche Falken. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns wieder. Versprochen. Gut. Geflüster im Wald. Viele glauben, dass es... Das will ich mal testen. Ich meine, wir waren sowieso schon ziemlich nah dran. So, jetzt muss ich nur gucken. Husch, hey. Will ich mal gucken, ob es in dem Wald spukt. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube nicht dran. Das hat wahrscheinlich auch wieder irgendwie so ein kleiner Betrüger gemacht, der einfach nur Ruhe haben will. Bin auf der richtigen Spur. 290 Meter. Wir könnten Sakura rufen. Unser Pferdchen.
Nee, so stimmt, Sora. Bravo, Sora. Was zum? Du solltest doch da nicht runterspringen, du Lappen. Wir sollen doch ein bisschen schneller reiten. Also über die Felder will ich jetzt nicht zwingend laufen. Weil das einfach gemein ist. Nämlich lieber die offiziellen Wege, mehr oder weniger. Schnell, Sora! Ich wollte doch nur den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich nur Bambus sammeln und nicht vom Pferd abspringen. Hier in diesem Wald soll es spuken. Haltet euch fern, mein Herr. Die Geister rachlustiger Samurai suchen diesen Wald heim. Die Samurai sind Warum aber nicht rachsüchtig. Erzählt ihr solchen Unsinn? Es ist wahr. Dies war einst ein Ort der Zuflucht. Jetzt verschwindet jeder, der den Wald betritt, spurlos. Wir sind im Krieg. Leute verschwinden. Doch selbst die Mongolen fürchten diesen Ort. Wartet bis zum Einbruch der Nacht, mein Herr. Dann schleicht der Tod im Wald umher. Oh nein, bitte nicht. Wenn ich jemals anfangen sollte, ASMR-Streams und so einen Scheiß zu machen. Ich bete, dass ihr recht habt, mein Herr. Da hängen noch ein paar. Muss umdrehen. Wie umdrehen? Da. Das sind Kühe. Nur verirrte Ochsen. Bist du dir sicher, dass das nur Ochsen sind? Irgendwie... Hier lebte jemand. Vielleicht lebt er immer noch hier und hütet die Gerüchte. Verlassen. Laterne anzünden, Schrein reparieren, haben mir ein Opfer darbringen. Was war das denn jetzt schon wieder? Der Yagata-Wald war lange vor mir da und wird noch stehen, wenn ich schon längst fort bin. Der Legende zufolge ist jeder Baum die Seele eines Samurais, der bei einer Verteidigung der Insel gestorben ist. Sind sie die Stimmen, die ich höre? Schreien sie vor Schmerz? Flehen sie uns an, ihr Opfer zu vergelten oder wollen sie uns vor etwas warnen?
Ich habe was aufgenommen. Aber die Glut ist noch an. Also scheint hier... Der Hüter vernahm des Nachts seltsame Laute. Ich bin erschöpft. Nacht für Nacht höre ich ihre Stimmen. Manchmal scheint das Flüstern mit dem Wald von... mit dem Wind von weit her zu kommen und verschwindet, als er gerade meine Ohren erreicht. In anderen Nächten dagegen fällt es mich an und reißt mich aus meinen Träumen. Ich wache dann mit klopfenden Herzen. Ah, schau auf der Brust. Okay, heute bleibe ich wach. Ich werde den Stimmen folgen. Ich werde herausfinden, was sie mir sagen sollen. Frage ist, wo ist er lang gegangen? Es wird interesting. Enthauptet. Er wollte anscheinend vor jemandem flüchten. Enthauptet. Interessant. Wer hat das gemacht? Hier ist ein Schrein. Du weißt nicht wer, aber okay. Neuen Talismanplatz. Cool. So, was haben wir denn hier? Niederer Nützlichkeitstalisman. 7,5% Gesundheit, wenn du dich heilst. 50% weniger Gesundheit, wenn der erlittene Schaden um einen mittleren Wert verringert. Und was haben wir hier? Nichts ausgerüstet. Geisterwaffen verursachen? Na, brauche ich auch nicht. Einlege und Nachgeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit. Ah, okay. Lass ich nehmen. Enthauptet. Der Mörder wollte wohl Geschichten über rächende Samurai nachahmen. Hier war noch jemand. Vielleicht konnte er entkommen. Ein Hund. Aber ein Hund enthauptet nicht. Wo kommt der Hund her? Diese verschiedenen Steuerungen in den Spielen regen mich immer so ein bisschen auf. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, weil ich nicht weiß, wo ich was auffinden kann.
Ich meine, die habe ich untersucht. Und dann kam auf einmal so ein Vieh. Das ist okay. Von dort aus sind wir gekommen. Oder muss ich dem so folgen? Würde ich es nämlich anders da machen. Naja, ob das so gesund ist, einfach hier dem Weg so ein bisschen zu folgen. Ich sehe und finde hier auch nichts, ne? Das ist ein offizieller Weg. Aber da gehe ich zurück. Muss umdrehen. Aber hier gibt es keine Geister. Ich habe einfach nur irgendwen gesehen, der irgendwelche Leute gekillt hat und ein... Und einen bösen Wauwau, der ein bisschen sauer war. Justin! Justin Mustin, was geht? So, von daher... Wir haben jetzt drei Geköpfte gefunden. Zu warm wie die ganze Zeit. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber warum soll ich hier Geister finden? Ja, es geht mir genauso. Ich mache morgen erstmal was mit Daniel. Kann am Montag mal gucken. Also hier hat auf jeden Fall jemand gewohnt. Die Frage ist nur, hier ist auch jemand eingebrochen. Sieht jetzt nicht unbedingt wie das Werk von Geistern aus. Aber wenn der alte Mann sagt, dass es hier spuken soll. Schwierig. Irgendwie komme ich jetzt hier näher oder nicht? Das Einzige, was ich gefunden habe, sind hier diese Leute. Der geköpft wurde. Hier war noch jemand. Hier habe ich den Fuchsschrein gefunden. Dann wurden wir von so einem scheiß Köter angegriffen. Adriano, grüß dich. Und hier ist auch noch ein Geköpfter. Die Frage ist nur, wo finde ich da noch was? Hier höre ich doch was. Ich höre es.
Ein Lagerfeuer. Jemand muss dort sein. Das ist nicht lange her. Der Mörder kann nicht weit sein. Da ist jemand langgelaufen. Fußspuren, habe ich mir schon gedacht. Geister köpfen nicht. Sonst geht's euch gut. Das soll die Leute abschrecken. Ich kann mir gut vorstellen, dass es... Wir hatten ja eben schon mit diesem alten Samurai am Kämpfen gehabt. Der war eigentlich ganz goldig, muss ich sagen. Stimmt. Sogar die Mongolen machen einen Bogen drumherum. Mit dieser Samurai-Klinge Köpfe abzusäbeln macht keinen Spaß. Aber wenn wir den Wald dann für uns haben... Ich hab was gehört. Sehen wir nach. Ich wusste, dass es irgendwelche Banditen sind. Wenn ihr noch was hört, sagt Bescheid. Bogenschütze! War er das? Der Pfeil kam von dort. Vorsicht vor deinen Pfeilen. Er hat Pfeile. Worauf wartet er? Mal sehen. Sie schießen mit... Ich wusste, das war er. Weg. Jetzt tut er uns nichts mehr. Haltet die Augen offen. Er ist abgehauen. Das muss er sein. Das dachte ich mir. Nicht auch noch eben. So, weg mit dir, du Lümmel. Wunderbar. Es ist also wahr, ein Samurai-Geist. Buddha, beschütze mich. Was? Der Wald ist sicher. Ich erzähle dem Mann am Wegesrand eine neue Geschichte. Was? Diese fucking Banditen haben einfach nur Stress geschoben? Das ist okay. Wer kann sie ihn verübeln? So, wo ist denn der Mann am Wegesrand jetzt hin? Der müsste da hinten am Feuer sein. So, alter Mann. Sag ich dir mal die Wahrheit. Einfach die Leute hier köpfen. Unfucking fassbar. Das kannst du doch nicht bringen, Mann. Wie sieht's eigentlich mit meiner Ausdauer aus? Ich weiß nicht, wie lange der wirklich rennen kann. Ja. Wollen wir mal... Ihr habt die Nacht überlebt. Und ihr eine neue Geschichte zu erzählen. Mörderische Banditen nisteten sich einst im heiligen Wald ein. Doch die Samurai-Geister, die den Wald beschützten, wurden wütend. Der letzte Krieger des Sakai-Clans hörte ihr gepeinigtes Heulen. Er befreite den Wald von den Mördern. Und die Geister der gefallenen Samurai waren dankbar. Eine gute Geschichte. Als hätten die Samurai-Geister euch gerufen, um ihren Wald zu retten. Ja, ganz genau. So sieht's aus, Mutti Maus. Kein interessiert das Spiel nicht so. Geflüster im Wald.
Ich habe den Filter eingestellt, dementsprechend. Könnte ich so ASMR-Scheiße nicht machen. So, ich würde sagen, ich halte es für so ein Quatsch. Vor allem wird das immer noch von Frauen gemacht, die irgendwie, was weiß ich, ihre Silikonbrust in die Kamera halten. Also, komm schon. Kann das hier absolut nicht abfangen. Meine ASMR zum Einschlafen sind immer noch irgendwelche Dokus über den Weltraum, über Space und Planeten und hast du nicht gesehen. Wo man wenigstens merkt oder wo man wenigstens vielleicht das Gefühl bekommt, man könnte schlaf was lernen. Ich würde sagen, YouTube, macht's gut, bis zum nächsten Part.